Wo Licht ist, ist die Zukunft. Die Optik gilt als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. An der Graduate School in Advanced Optical Technologies, kurz SAOT in Erlangen, arbeiten junge Wissenschaftler an den Schnittstellen von Physik, Medizin und Ingenieurwissenschaften eng zusammen. Die Ausbildung basiert auf verschiedenen Komponenten. Also wir gehen von 5 Schwerpunkten aus. Das ist die Interdisziplinarität, die Internationalität, die Exzellenz natürlich, dann Innovation und Leadership, würde man im Englischen sagen, also Fähigkeit, Führung zu realisieren. Noch immer ist alles im Auf- und weiteren Ausbau begriffen. Im ehemaligen Pferdestall einer stillgelegten Kaserne wird heute auf höchstem wissenschaftlichen Niveau geforscht und gelehrt, um das ungeheure Potenzial der neuen optischen Technologien voll ausschöpfen zu können. Die Nachwuchswissenschaftler haben hervorragende Forschungsmöglichkeiten, werden exzellent betreut und auf zukünftige Führungspositionen in Forschung und Industrie individuell vorbereitet. Ob Internet, GPS, Medizin oder hochpräzise Messverfahren, ohne die rasanten Fortschritte auf dem Gebiet der optischen Technologien wäre unsere moderne Gesellschaft gar nicht mehr denkbar. Man spricht heute bereits von dem Jahrhundert, das 21. Jahrhundert als der Jahrhundert des Photons, nach einem Jahrhundert des Elektrons im letzten Jahrhundert. Und das drückt genau das aus eigentlich, dass das Photon als kleinste Quanteneinheit des Lichtes im Prinzip eine wesentliche Rolle in allen Bereichen spielen wird. Zum Beispiel in der Laserchirurgie. Die Beschädigung eines Nervs bei einer Operation kann fatale Folgen haben. Deshalb entwickeln in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Bayerischen Laserzentrum ein SAOT-Doktorand, eine Ingenieurwissenschaftlerin und ein Mediziner ein fortschrittliches Laserskalpell, das die verschiedenen Gewebetypen wie Fett, Muskel oder Nerven erkennen soll. Das erfordert hochpräzise Messtechniken und permanente Überwachung während der Materialabtragung. Eine effiziente Schnittstelle für fachübergreifendes Wissen von Medizinern und Ingenieuren. Licht als Messinstrument ist heute nicht mehr wegzudenken. Wenn Licht auf Materie trifft, wird es in alle Richtungen gestreut. Es kann zu Fluktuationen in der Streuintensität kommen. Durch die Messung dieser Fluktuationen lassen sich grundlegende Stoffdaten erfassen. Ein Spezialgebiet, auf dem der SAOT-Juniorprofessor Andreas Fröber weltweit führend tätig ist. Was wir bei der dynamischen Lichtstreuung analysieren, sind mikroskopische Fluktuationen. Und diese mikroskopischen Fluktuationen klingen entsprechend ihren makroskopischen Transportgesetzen ab. Und somit können wir denn aus dem Abklingverhalten der Streulichtintensitätsfluktuationen direkte Informationen über die Stoffeigenschaften gewinnen und dies eben berührungslos im Gegensatz zu konventionellen Messverfahren, die makroskopische Gradienten aufbrechen. Gewonnene Erkenntnisse sollen möglichst zu praktischem Einsatz kommen und volkswirtschaftlichen Nutzen bringen. Im gläsernen Motorblock werden experimentelle Untersuchungen zu den Motoren der Zukunft gemacht. Die wichtigsten Ziele sind, Verbrennungsmotoren zu entwickeln, die möglichst wenig Energie verbrauchen und die Umwelt schonen. Die hervorragenden Arbeitsbedingungen ziehen viele internationale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nach Erlangen. Führende Gastprofessoren wie Professor Kamimoto vom Tokyo Institute of Technology geben ihr Wissen an die Doktoranden weiter. Und was bringt die jungen Wissenschaftler zu der SAOT? I'm very happy with this result. I would say just interest. Like I brought an interest of the topic. Vor allem Interesse am Fach, an meinem eigenen Thema und 2 Hände zum Arbeiten. Und ja, das wird in der Zukunft eine gute Zusammenarbeit. That would make a fruitful work later on, so. An der Erlangen Graduate School in Advanced Optic Technologies profitieren die Nachwuchswissenschaftler von exzellenter Betreuung, hervorragenden Forschungsmöglichkeiten und der interdisziplinären internationalen Vernetzung. Ja.